Die Zeit der Portaltage, was heißt es? Was heißt Portal? Wir leben in einer bestimmten Schwingung und die Erde erhöht sich in immer höhere Schwingungen. Und es ist tatsächlich so, dass wir in andere wie Räumlichkeiten kommen. Zuerst sind wir im Erdgeschoss und da müssen wir uns dran gewöhnen an die Schwingung und dann kommen wir in höhere Stockwerke. Portalstockwerke und da muss ich an seinen Körper auch dran gewöhnen. Und wir haben im Moment viele Portaltage, also viele, viele Öffnungen, wo wir unseren Körper dran gewöhnen müssen, um wieder höher zu kommen. Die Thematik ist dahinter, dass viele Menschen noch ganz viele Blockade in sich tragen von anderen Leben und von der Vorfahren. Und je höher, dass die Erde steigt, desto höher potenzieren sich die Energie, die sie in sich tragen, positiv wie negativ. Im Moment habe ich hier viel zu tun, weil viele Menschen explodieren von ihrer Energie aus karmischen Verstrickungen, weil sie es einfach potenziert, aktiviert und potenziert. Da ist also viel Arbeit dahinter. Und heute Morgen wurde ich gefragt, ja, wie gehe ich damit um, wenn ich dich nicht habe? Ja, ich arbeite ja dann energetisch mit den Leuten, dass sie rein schwingen können, wortwörtlich. Und dass sie die alten Verstrickungen loslassen können. Und auf der anderen Seite gibt es einfach noch Menschen, die denken, sie müssen die anderen Menschen bewerten. Ja, einfach bewerten. Und eine Bewertung ist nie gut. Ich akzeptiere dich, wie du bist. Ich liebe dich, wie du bist. Und fertig. Und das ist eine Neutralität. Und in diese Neutralität können wir alle hochschwingen. So, jetzt habe ich heute Morgen wieder festgestellt, ja, viele bewerten die anderen noch sehr stark. Also gehen in eine sehr starke Bewertung, wo dann die andere Menschen runterdrückt. Auch unter dem Deckmäntel, ich weiß es besser, ich bewerte dich, ich sage dir, wie der Hase läuft. Und dabei drückt er einem runter und für die Menschen ist es schwieriger, vorwärts zu kommen. Heute Morgen habe ich mit einer Kollegin gesprochen, er hat gesagt, ja, da haben wir viel Arbeit. Dann habe ich aber die Information gekriegt, genau das ist es ja. Wir dürfen uns weiterentwickeln und je mehr Hindernisse, das wir haben, desto stärker werden wir ja. Das ist ja auch mein persönliches Lebensmotto. Stell mir Steine in den Weg und ich baue mir ein Schloss daraus. Und genau so habe ich gelebt und lebe ich heute noch. Jede Problematik, die ich persönlich habe, sehe ich um eine Weiterentwicklung. Und so ist es auch jetzt. Die Portaltage fordern uns raus, uns selbst zu entwickeln und die Hindernisse, die andere Menschen für uns machen, dass sie einfach uns bewerten, uns belehren wollen, uns runterdrücken wollen, weil sie alles besser wissen. Sehe ich das so, dass wir eigentlich herausgefordert werden, in unsere Persönlichkeit, in unsere eigene Kraft zu gehen und nicht die Energie von den anderen Menschen anzunehmen. Und da können wir noch in ein anderes Thema rein. Wenn wir auf der körperlichen Ebene miteinander sprechen, miteinander kommunizieren, miteinander streiten, Mütter zu den Kindern, habe ich oft den Fall, belehren, auch hier eine Belehrung von den Eltern zu den Kindern. Belehrung ist immer eine Beurteilung und drückt den Körper runter. Aber jeder kann höher gehen, also aus der körperlichen Bewertung raus, ich werde dich jetzt erziehen, sondern übers höhere Selbst. Überm höhere Selbst, also geöffnetes Kronenchakra, höheres Selbst, darüber. Darüber haben wir die göttliche Liebe. Darüber haben wir unser Bewusstsein aus der göttlichen Liebe. Und daraus handeln als Mutter, als Vater, daraus handeln als Mensch, um aus dieser Bewertung von anderen Menschen rauszugehen, für sich weiterzugehen. Das ist unser großes Thema. Und da freue ich mich, mit dir zu arbeiten. Da können wir ganz, ganz viel erreichen. Aus dem göttlichen Bewusstsein, aus der göttlichen Liebe, überm höheren Selbst. Keine Bewertung mehr.
Ich weiß es besser, du weißt es besser. Ich habe es besser. Alles eine Bewertung. Und jede Bewertung von Eltern zu Kind, jede Bewertung drückt den Körper des anderen runter. Wenn wir nicht in die Eigenverantwortung, in die eigene Persönlichkeit gehen, in die eigene Kraft gehen. Also sehen wir es als Herausforderung, wenn jemand der andere runterdrückt, zu sagen, meine Persönlichkeit, ich bin in meiner, auch hier aus der Neutralität, nicht ich bin doch in meiner Kraft, sondern ich bin in der Eigenliebe und ich bin in der Kraft. Und ich freue mich sehr über diese Erkenntnisse, über diese gechannelte Erkenntnisse, über die nächsten Portaltage in höhere Dimensionen zu steigen. Aber ganz wichtig ist es wirklich, bei uns zu bleiben, unsere eigene Defizite aufzuarbeiten, auf unser Herz zu öffnen, dass wir über dem höheren Selbst in der Liebe und in diesem Bewusstsein leben können.